Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim mitten in der Ebene. Wir wollen Schwarzmetall für neue Schilder. Und ja, es geht los. Sudaku. Kann ich den Berg runterschubsen? Ich liebe das. Warum machst du dir so viel Mühe, mich mit Scheiße runterzuschubsen? Ach, das war doch einfach. Also von der Sonneneinstrahlung, jetzt sieht das Schild echt geil aus, weil das bläulich leuchtet. Ich hätte die Schuni zu den Viechern ganz dahin gebaut. Ne, es war ein Baum. Ach so, ich hatte nachgelesen wegen dem Skelett, das taucht irgendwo der Wegvisier ist bei solch großen Steinen. Wollen wir das Dorf machen oder wollen wir erstmal so ein paar vereinzelte Goblins suchen? Weil wir hätten jetzt genug für ein zweites Schild und wir müssen die Dinger ja dann noch upgraden. Hängt davon ab, ob diese Riesenteile respawnen. Nee, glaube ich nicht. Das sind kleine. Ach so, was noch ist, in den Dörfern soll es Gerste geben. Die müssen wir unbedingt mitnehmen, aber noch nicht einpflanzen. Da müssen wir erstmal gucken, was die für Bedingungen brauchen. Weil die kannst du nicht überall einpflanzen. Und wenn du die dann wieder abmachst, ja, ist es tot. Die Gerste. Mhm. Okay, ich lock mal ihn an. Den noch nicht mal welche. Da kommt ein kleiner Popel. Hau drauf. Ja, ich feiere das Schwert jetzt schon. Was? Pass auf, da kommt der nächste mit einer Fackel. Na, hast du nicht gesehen, wie viel Damage das Schwert gemacht hat? Und jetzt kriegst du auch weniger Damage, wenn die dich hitten sollten. Und du machst automatisch mehr Damage. Da links ist noch ein großer, oder? Kann sein, wir locken aber erst einmal die Kleinen zu uns. Alter, wie viel hab ich denn den mit dem Bogen abgezogen, bitteschön? Unentdeckt. Ich glaube, der hat dich entdeckt, Ike. 209 Damage. Ne, das sind zu viele Kleine hier. Ach, der hat nur einen Stern, darum. Ja, da musst du aufpassen. Ah, natürlich gehen die auf mich. Einer ist down. Scheiße, wird das jetzt neblig. Aber kriegst du mit? Du müsstest ja auch die Knochenwandsfähigkeit haben für 4, 3 Minuten 50 noch. Ja. Du machst mehr Damage und kannst aber auch mehr einstecken bei denen. Wollen wir erstmal zurückgehen? Der Nebel ist gerade richtig scheiße. Weil da könnte man dann auch mal gucken, was ein Upgrade vom Schild kostet. Ganz zurück. Ja. Können wir das nächste Schild herstellen und gucken, was die Upgrades kosten. Ach und oh. Auch mitnehmen. Die kann man ja leider nicht anpflanzen.
Wieskön, was hab ich denn daraus gemacht? Med. Ja, aber was für welchen? Ich glaube, der Heilmed, ne? Wo war... Dort. Jo, jetzt wissen wir, warum es neblig wird. Es wird Nacht. Das kann ja nicht gehen. Viel Spaß. Jetzt war mir so klar. Habe ich aber auch nicht dran gedacht. Ich bringe aber erstmal dein ganzes Zeug mit, was noch in der Kiste war. Ich habe ja deine Gräber. Ich hatte deine zwei Gräber hier gelootet. In irgendeiner Folge. Ach so. Ja, muss ich es mit Teil zurücklassen. Ja, erstmal. Da kannst du ja mal gucken, was. Wo meine Bronzepfeile sind. Das und wie teuer das Aufwerten ist. Hier draußen, ich sag mal so, die sind aber auch nicht mehr in der Kiste, hä? Hier draußen ist gerade ein Schwein gestorben, so hat sich das angehört. Wo? Oh, zum Geier? Hier wird irgendwo dagegen gehauen. Hier pümmelt ein Skelett draußen rum! Mehrere! Aber es ist gar kein Raid! Hä? Bauen die einfach so? Nee, also nicht in diesem Gebiet. Oh, hier ist ein Berserker. Der war bei dem Endtor von uns. Hier draußen fehlen Spikes. So, Berserker ist down. Nochmal frühzeitig halt erkannt. Hier draußen, die Spikes sind auch schon wieder beschädigt. Kann ich die zufälligerweise reparieren? Ja. Komm, ich hab dich gehört, Knochen. Dingsbums. Grauzwerg. War denn jetzt das gegrillte Fleisch da oben? Das rohe war dort. Die Berries, wo hatte ich die hingeschmissen? Hier? Hier waren die Steine, da war Holz und Goldmünzen waren hier. Also wenn es nach den Goldmünzen geht, sind wir reich. Wir haben 3 999er Stacks. Wir kennen ja kein Verhältnis, vielleicht ist das auch noch absolut armselig. Das wissen wir ja nicht. Das stimmt. Wir haben ja auch schon so viel weggeworfen. Ja. So, legen wir uns hin, dass der Nebel dann dort verschwunden ist. Und dann können wir direkt wieder in die Ebene gehen. Ja, warte. Da können wir ja im Grunde jetzt so lange in der Ebene fahren, bis wir eine ganze Kiste voll von dem Metall haben und dann mit dem großen Boot dahin schippern. Ist ja immer nur am Ufer lang. Und dann kannst du deine Drachenfähigkeit ausprobieren.
Jo. Ich höre da draußen schon wieder irgendwo was Großes. Gehe ich jetzt aber nicht hin. So. Let's go. Das ist immer noch neblig. Das hängt ja auch nicht von der Tageszeit ab. Oh Mann, ey. Er wird aber wahrscheinlich bald verziehen. Ja, jetzt. Ja, Sonnenaufgang, Nebel weg, passt, wackelt und hat Luft. Stein, apropos hab ich? Ja, ich hab die aktiv. Moskito? Machen aber immer noch ordentlich Damage. Ne, die Fähigkeit wirkt nicht mehr. Die ist jetzt gerade in der Abklingzeit. Wir müssen den Schaman da unten wegballern. Jetzt musst du warten. BTF, ich wusste nicht, dass der das kann. Der kann das auf die anderen übertragen. Das habe ich schon bei einem Großen gesehen, als ich mit dem Boot rumgeschippert bin. Scheiße. Wie lange hält sowas an? Keine Ahnung. Anscheinend lang, weil er das immer wieder auffüllt. Also einfach draufkloppen versuchen? Also ich werde das nicht machen und versuchen. Aber ich habe Eisenpfeile dabei, ich könnte immer das versuchen. Jetzt! Einfach ein bisschen mehr drauf schießen. Nice. Der hat nichts gedroppt. Schieß, Sarko. Ja, genau, jetzt kommt ein World Save. Willst du mich verarschen? Gut. Die nächsten kommen. Ich bin noch mit meinem hier beschäftigt. Hinter dir. Oh, wird safe. Die nächsten ist gut, das sind ein paar viele.
Oh, fuck. Nicht so schnell rennen, damit ich hinterherkomme. Warte mal kurz. Ich muss den anderen Mate auswählen. Das geht so ja nicht. Ja, die anderen sind wieder zurückgerannt. Da ist noch ein Schaman auf jeden Fall. Schaman ist down. Ich habe ein bisschen Gerste und nochmal Schwarzmetall. Überlad dich ja nicht. Achtung, Achtung! Ist nur einer. Ach du Scheiße, das ist noch ein Schamane. Lass das mal wegrennen, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh Gott. Ja. So, wie viel kommen hinterher? Oh, einer hat ein Schutzschild, Scheiße. Der Schutzschild geht ja auch erst kaputt, wenn wir ein bisschen häufiger draufkloppen. Schutzschild Heidi ist gleich down. Ich auch, ich bin tot. Aber der Schutzschild Heidi ist down. Du bist nicht als einziger gleich tot. Renn weg, ab einer gewissen Entfernung rennen die nämlich zurück. Wie soll ich vor Moskiton wegrennen? Na, die wirst du doch wohl schaffen. Ich treffe die Dinger nicht. Du musst warten, bis die kurz vor dir sind und dann holst du einfach mit dem Schwert aus. Du musst bedenken, die fliegen auf dich zu und nicht weg. Nee, keine Ausdauer, kein gar nichts mehr. Ich seh die Horde da hinten runterrennen. Renn mit denen jetzt bitte nicht zum Portal. Ich bin down. Renn gerade alle zurück. Upp, die rennen alle zurück. Dein Grab ist auf jeden Fall safe. Hier ist auch kein Moskito. Ich bin doch gerade lang gerannt. Anziehen, aktivieren. Was ist jetzt? Wenn ich alles esse, habe ich fast 200 Leben. Was isst denn du alles? Würstchen, Marmelade und Suppe. Was für Suppe? Rübensuppe. Ich habe jetzt gerade 174 Leben. Die gibt 50 plus 40, plus 60 sind 110, plus 30 sind 140 und deine 25, du kannst bis 165 gehen. Über 165 geht nicht.
Warte mal, brauche ich eine Brille? Ich habe das Ding so klein eingestellt. Ja, es sind jetzt noch 160. Entschuldigung. Muss ich echt später mal wieder größer stellen. Wird bestimmt noch Essen geben, wo du wirklich über 200 kommst. Kommt bei mir aber selten vor, dass ich die alle gleichzeitig esse. Wo? Da. Ich bin gerade am Dingsbuch vorbeigelaufen. Ich habe mir jetzt zu Hause nur schnell Billo-Zeug reingepfeffert, damit ich überhaupt ein bisschen Ausdauer habe zum Rennen. Warte, da ist ein Schamane. Einstellung, Grafikeinstellung. Hat einen Hit. Wo stellt man die Weite? Noch ein Hit. Warte. Scheiße. Darko, der hier kommt einer hoch. Der Schaman ist da unten down. Die Weite kannst du gar nicht einstellen. Aber ich kann definitiv nicht so weit sehen wie du. Hä, ich sehe das auch unscharf, aber ich erkenne, was da kommt oder steht. Ja, ich sehe gar nichts. Da ist dann wieder eine Kiste. Da oben auf dem Turm sind welche. Die sehe ich sogar. Der Schamane, der hier unten war, war down. Hinter dir! Aus da! Gut. Kommt wieder so ein Sperrfutzi. Der macht am meisten Damage. Oh, was hab ich denn hier eingesammelt? Kobold-Schaman-Trophäe, what the fuck, ey. Brauchen wir die nicht? Nee, wir brauchen die Totems. Davon haben wir jetzt mittlerweile schon zwei. Komm mal her, ich bin überladen. Ich hab zu viel von dem Shit hier drinne. Ich kann auch ein bisschen öffnen. Ja, oben auf dem Dings ist noch was. Wir können ja auch zwischenzeitlich immer mal. Hier oben sind nämlich noch zwei Kisten. Lass erstmal zur Kiste gehen und hier unten liegt nämlich auch noch was. Mal zur Kiste gehen und das Metall loswerden, damit wir mehr Platz haben. Komm, sammeln wir. Ja, ich hab noch über 100 oder fast 100 Platz. Ja, ich muss sowieso Leben recken. Ne? Ich will das Zeug erst mal loswerden. Falls da noch was rumliegt, kannst du es gerne einsammeln. In mich, das geht eh schief, aber gut. Da unten ist halt immer noch ein Grab. Hä, wem gehört denn das jetzt? Mir. Okay. Meine einsammeln, aber deine liegen lassen. Ja. Ha, ich weiß, warum ich es liegen gelassen habe. Ne, mit dem Bisons lege ich mich nicht an. So, das war's aber wieder mit der aktuellen Folge Valheim, wie ihr seht. Wir haben es hier ein bisschen zu tun mit dem Dorf. Es wird aber noch weitergehen.
Wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.